Es ist mir gelungen, vor einer Woche mit einem Entwickler zusammenzusitzen, ein Entwickler, der bei der Pharmazie geschafft hat, bei Hoffmann La Roche, bei der großen Pharmazie, bei kleinem Pharmazie, ein Labor geleitet und geführt hat und heute als Entwickler weiterhin tätig ist. Er hat etwas hergestellt, über ein Verfahren, was einfach nur phänomenal ist, und er ist heute nochmals da. Ganz herzlich willkommen, lieber Hans-Peter Strobel. Dankeschön, Alexander, dass ich da sein Sehr gerne. Hans-Peter, einfach noch zusammenfassen für meine Zuschauer. Wir haben darüber geredet, dass du ein Verfahren entwickelt hast, was eigentlich eine Weltsensation ist, eine Weltneuheit, in dem man wirkliche Wirkstoffe, die viele Menschen über Nahrungsergänzungsmittel machen und die zu 90% auch in den Stuhl gehen, so ins Blut kriegst und vom Blut in die Mitochondrien rein, dass man effektiv eine Wirkung hat. Mit dem Ergebnis, dass sich Mitochondrien neu bilden, ich laufend neue Kraftwerke habe, die viel Energie produzieren. Und Energie ist ja wieder die Basis zu meiner Selbstheilung, dass Ja, mein Körper fast gesund alles, ist. ja. Das stimmt, hä? Ja. Gut. Jetzt gehen wir aber noch weiter, weil das sind ja zwei Produkte, die ich gehört habe. Das eine ist für gut zu schlafen. Und ich habe gehört, 80% der Menschheit hat schon Schlafprobleme. Und das andere ist, sofort Energie innerhalb von 8 bis 15 Minuten in den Körper zu kriegen. So, wissen, was da alles drin ist, außer NADH und Q10 und D3 habe ich gehört und B-Komplex und so weiter, weiß ich eigentlich noch nicht viel. Warum hast du diese Zusammensetzung so gemacht? Das sind einzelne Module aus der Literatur von Substanzen, die aufgefallen sind, einen Effekt in die Richtung zu haben. Neueste Forschung von Tübingen, Universität Tübingen, zeigen, dass man am Morgen, wenn man aufwacht, einen höheren Durchfluss hat durch die Nerven, als am Abend, wenn man todmüde ins Bett fallen sollte. Ja. Das heißt, ich habe viel mehr Widerstand in den Nerven, wenn ich müde bin. Es bilden sich Schlacke, Stoffe. Man kann die heute sogar benennen. Man kann Amyloide dazu sagen, etwas, was auch mit Alzheimer zu tun haben kann. Und wichtig ist, dass über Nacht ein Reinigungsprozess stattfindet in den Nerven. Das heißt, wenn ich gut schlafe, das heißt erholt aufwache, dann fließt mehr durch meine Nerven an Flüssigkeit. Wir reden jetzt nicht von einem Stromimpuls, sondern wir reden wirklich von Flüssigkeit, dass am einen Ende reingeht und am anderen Ende wieder rausgeht. Diese Flüssigkeitsmenge pro Zeit, die ist erhöht am Morgen, wenn ich topfit bin, im Vergleich zum Abend, wenn ich sehr müde bin. Sie ist aber auch dann angeschlagen, wenn ich Krankheiten, degenerative Nervenerkrankungen habe. Das geht meistens einher damit, dass dieser Fluss langsamer und langsamer wird. Die Leistungsfähigkeit der Nerven, der Impulsübertragung abnimmt. Und wir sind heute so gestresst. Gestresst heißt nicht, dass ich ein Sperrholz geschlagen habe und am Abend wirklich weiß, warum ich müde bin, sondern gestresst ist, heißt es, dass ich als Manager versucht habe, x Termine einzuhalten. Eine Hausfrau, denken Sie mal, die vielleicht sogar alleinerziehend noch ist. Und überlegen Sie mal das Paket an Aufgaben, die sie hat, Ja, und das ja. Organisationstalent, das sie braucht. Ja. Und das ist wie ein permanentes Rauschen durch die Zellen. Sie werden dabei nervöser und nervöser. Das Vollbild ist wie ein Kind, das am Abend todmüde nur noch Mist macht, also überdreht ist. Klar. Ja, kann ich das für einen Moment ruhig hinlegen, dann ist es nachher wie ausgewechselt. Ja, das passiert uns auch. Natürlich nicht so extrem wie jetzt vielleicht mit einem kleinen Kind. Aber über die Jahre nagt das auch an uns. Die Burnout-Zunahme zum Beispiel hat damit zu tun. Wenn wir gleich im Thema bleiben, das heißt also, weil das interessiert mich jetzt gerade selber, nimmt man jetzt regelmäßig dieses Produkt, was ja eine so hohe Resorption hat, dann kann ich eigentlich nicht überdrehen, sondern ich würde mich eigentlich wieder beruhigen.
Das ist richtig. Es ist wie der Unterschied Kurzwelle UKW. UKW ist ja auch schon fast überholt, aber da denken Sie sich an eine Liebesballade und es macht immer dazwischen. Das ist kein Vergnügen. Ja. Und dann kam UKW mit den Filtern und Sie hatten ganz präzis die Ballade und es macht Spaß. Und genau das Gleiche passiert mit diesen Kombinationen. Sie reinigen die Zellen, Sie sorgen dafür, dass dieses nervöse Hintergrundrauschen gefiltert wird und Sie wirklich nur auf Signale reagieren, die Sie selber auslösen, die Sie eigentlich sich wünschen. Also zum Beispiel diesen Finger bewegen zu können und nicht einen Tick, weil Sie einfach nervlich überanstrengend sind. Das heißt also, meine Nerven werden beruhigter, das heißt, die Belastungsgrenze wird besser. Ja, jetzt kommt es natürlich darauf an, was Sie mit dieser Reserve machen. Noch mehr Leistung oder? Genau. Ich habe leider die Erfahrung gemacht, dass man diese Reserve sofort wieder einsetzt. Und dann sind wir nachher eigentlich wieder gleich weit. Nur habe ich die Möglichkeiten nicht mehr einer schnellen Verbesserung. Ja. Also Sie müssen wirklich Ihr eigenes Management auch in den Griff bekommen. Super gut beantwortet. Das heißt, eigentlich ist es als Präventivmaßnahme, ohne dass man an die Grenzen schon gegangen ist, kriegt man einfach mehr Energie, 20% oder wie viel? Ja, 20% rein auf der körperlichen Seite, also bei Fußballern gemessen. Dass die Erfrischung durch einen Schlaf, das kennen Sie vielleicht selbst. Sie machen ein Mittagsschläfchen, das machen nicht alle gleich. Aber manchmal reicht eine halbe Stunde Mittagsschlaf für jemanden, um am Nachmittag wieder topfit zu sein. Also eine ganz kurze Zeit, ohne dass Sie da mit den REM-Phasen und so allzu viel zu tun haben. Mhm. Sie dösen eigentlich nur so vor sich hin, reicht aber schon, um wieder da zu sein. Und das kann man sich das so ähnlich vorstellen, über diesen Shot, wo man da auch schnell nimmt, dass ich so eine kurze Schlafphase hinter mir habe? Das ist eine Auffälligkeit zwischen NADH und Q10. In der Biologie, in der Zelle, braucht es beides. Mhm. Beides ist sehr wichtig. Man könnte sogar von Zwillingsbrüdern sprechen. Ich glaube, die stimulieren sich rauf, oder? Gibt ein Elektron ab, wird zum Selbstradikal, kriegt wieder eins und so schaukelt sich das rauf. So ist das. Okay. Und jetzt haben wir aber die Beobachtung gemacht, wenn wir beides gleichzeitig hochdosieren, dann spielt noch etwas anderes eine Rolle. Wenn jemand todmüde ist, in Anführungszeichen, und nicht gestresst, also nicht Adrenalin, Noradrenalin und Cortison im Blut hat, dann schläft er sofort ein. Mhm. Das können Sie sich vorstellen, wie erstaunt wir waren. Wir wollten einen Energieshot machen und Sie haben ein paar Leute, die übermüdet sind, das nehmen und sofort eine Viertelstunde schlafen. Das ist so speziell, das hätte Ihnen niemand geglaubt, dass der Körper selber entscheidet, was für ihn cleverer ist, wie er das nutzt. Mhm. Hingegen, wenn Sie unter Stress stehen, also Sie haben eine Riesenaufgabe noch vor sich und nur ein Teil hinter sich, dann sind Sie so voller Hormone, dass Sie nicht zum Schlafen kommen, sondern weiter und weiter machen. Das ist das, was man eigentlich bei einem Energy Shot erwartet. Mhm. Ja. Jetzt haben wir diese Spezialität angewendet für einen besseren Schlaf. Wir haben gesagt, wenn jemand schnell und gut einschlafen soll, dann benutzen wir genau diese beiden Stoffe in einem speziellen Mischverhältnis, so dass sie einfach viel schneller einen Schlaf finden und der Schlaf viel erholter ist. Nicht auf der Uhr. Auf der Uhr haben sie gleich lange geschlafen, wie vielleicht eine Woche vorher ohne das. Aber sie wachen auf, wie wenn heute Sonntag ist, wie wenn sie neu dastehen. Das ist ein tolles Gefühl. Und das ist das, was viele nicht mehr können. Mit dieser Krücke, ich nenne das extra Krücke,
können Sie eine gewisse Zeit eine Reserve rausholen, bis Sie hoffentlich über ein besseres Management sich selber besser steuern oder Ihre Energien besser einteilen können. Und denken Sie dann, das meiste ist nicht ein Sprint, sondern ist ein Marathonlauf. Das heißt, man muss seine Energien einteilen können. Das heißt also, für hyperaktive Kinder oder auch für Burnout-gefährdete Menschen ist es eine Krücke, ja. Aber eine sehr erfolgreiche Krücke. Ja, eine gesunde Krücke auch. Ja. Und eigentlich für Menschen, die nicht in Gesundheit drinstecken, eigentlich fast eine Bedingung, um eigentlich mit dieser Mehrenergie die Sanierungsarbeiten am eigenen Haus vollziehen zu dürfen. Ja, und eben hoffentlich mit einer Anleitung, wie Sie das Programm ein bisschen besser verteilen. Okay. Dass Sie den Boden nicht immer bis auf den letzten Tropfen ausschöpfen. Und der Schlüssel ist, dass du eine Technologie entdeckt hast, wo genau diese Wirkstoffe nicht nur über den Stuhl ausscheidet, sondern wirklich in die Mitochondrien reinkommt. Ja. Und das ist der große Unterschied zu der großen Masse, was auf dem Markt hat. Das was, ist so. Was mich auch traurig stimmt, muss ich ehrlich sagen. Mir wird viel erzählt, NADH, wunderbar, großartig, Q10, großartig, aber von dieser hohen Resorptionsproblematik nie was gehört. Dann kauft man die maximale Dosis, die zugelassen ist in der Schweiz und wuff, weg ist es, oder? Aber ich möchte noch die Frage zum B-Komplex. Ich höre immer wieder ernährungsspezifisch, dass wir alle ein Problem haben mit zu wenig B-Vitaminen. Das und auch mit Mineralien. Ich habe vor kurzem ein wunderschönes Titelblatt gesehen von einer Gesundheitszeitung. Schön die Früchte aufgelistet, die Gemüse, was sie früher hatten an Stoffen, als sie noch nicht im High-Tempo gezüchtet wurden, ja. Und was heute noch drin ist. Und 20%? Also 20%, es gibt viele Beispiele, wo nur noch 20% drin ist. Und sehen alle toll aus natürlich. Keine Druckstellen, keine faulen Stellen, jeder Apfel perfekt wie der nächste. Aber der Nährwert, der da drin ist, das, was eigentlich das Ganze ausmacht, der wird immer kleiner und kleiner. Und das ist wirklich nicht nur eine Tendenz, sondern das ist wirklich besorgniserregend. Sehen Sie, Schweiz bildet sich immer sehr viel auf gutes Essen ein. Auf gute Verteilung, Querbeet-Essen. Das hat was im Vergleich vielleicht zu der Bürgergeneration. Aber auch hier bei uns haben praktisch jeder dritte Schweizer einen Mangel in irgendeinem der B-Vitamine. Meistens bewegen wir uns bei B12 in einem Mangel oder bei der Folsäure in einem Mangel. Und B12 schlägt sofort durch auf die Nervenleistung. Viele Leute, von denen man angenommen hat, sie am Beginn der Demenzerscheinung, hat sich der Zustand sofort komplett geändert, wenn man die B12-Menge, resorbierbare B12-Menge, aufsetzen konnte. Und wir hinken leider in Europa immer noch ein bisschen hinterher, indem wir immer noch das Cyanocobalamin einsetzen als B12, wissend, dass Methylcobalamin, ein Metabolit, der sich normalerweise bildet aus dem Cyanocobalamin, aber erst nach 2-3 Wochen, sogar dann, wenn Sie spritzen, dass das viel vollständiger in der Wirkung ist, auch nicht teurer. Also wir schlucken auch da wieder ein Mist, oder? Also auf jeden Fall nicht die perfekte Form. Es ist nur einfach immer so halbherzig. Diese Menge, die du in diese, die über das Verfahren in dieses Flasche reingebracht hast, wird dann das reichen, den B-Vitamin-Komplex eines Menschen pro Tag, wenn man die, ich glaube, 20 Milliliter am Tag nehmen darf? Ja, im Normalfall ja. Ich möchte aber trotzdem einen Vergleich bringen. Wenn man hier in Zoo geht, Zürich, Basel, zu den Menschenaffen und die Wärter fragt, wie viel Vitamine dieser Menschenaffe, also Gorilla oder Orang-Utan, bekommt pro Kilo Körpergewicht, dann bekommt er sehr viel mehr B-Vitamine
als uns, als optimal, uns Menschen als optimal empfohlen wird. Mhm. Da sind uns die Amis ein bisschen vor, die sehen das lockerer, die experimentieren mit höheren B-Mengen, mhm, nicht immer, aber kurmäßig, und haben auch viel Erfolg damit. Es ist einfach, die B-Vitamine sind Labsal für alles, was mit Energie und mit Nerven zu tun hat. Übrigens auch mit der Schönheit. Ich sage das für unsere Darm da. Biotin im Zusammenhang mit Zitronensäure macht die Haut feiner, glatter. Das ist also, das bin nicht ich, der das gefunden hat, sondern das weiß man aus der Kosmetikbranche. Also es ist rundum nur gut, auch für die Haut. Viele Hautprobleme haben auch mit B-Problematik zu tun. Eingerissene Mundecken zum Beispiel. Ach. Oder Aften im Mund vermehrt. Sie können natürlich mit Lippenstifte versuchen, das zu schließen. Haben vielleicht eine Woche Erfolg und dann reißt das wieder ein. Würden Sie aber 2-3 Wochen die B-Vitamine ein bisschen erhöhen, die Shots der Mitauros nehmen, dann hätten Sie längerfristig, nämlich über ungefähr ein halbes Jahr Ruhe, sogar wenn Sie nachher sofort wieder aufhören damit. Okay, also B-Vitamine sind drin, genügend. Jetzt hast du vorhin noch gesagt Mineralmangel, aber dieser Shot hat jetzt nicht noch Mineralien drin, oder? Nein, es hat einfach keinen Platz mehr. Und ja, es gibt so viele tolle Mineralprodukte. Gut. Gutes Wasser zum Beispiel, mhm, hat per se schon einen großen Teil davon, mhm, in sich. Wir haben gesagt, das ist das, was der Kunde selber finden kann, ohne große Mühe. Mhm. Dann hast du noch das D3 drin. Das ist ja auch ein großes Thema heutzutage, dass das Immunsystem ja erst aktiv ist, wenn der D3-Pegel hoch genug ist. Über dieses Verfahren kriegt man es ja richtig hin, also dass es dort reingeht, wo es sein muss. Wenn man das jetzt regelmäßig macht, hat man dann so im Durchschnitt den genügend hohen D3-Pegel? Auf jeden Fall. Mhm. Aber ich muss jetzt zur Ehrenrettung der Nation sagen, viel Sonne würde auch ein bisschen helfen. Mhm. Das heißt, wo sind wir halt wegen der Kälte immer eingemummelt. Oder kleine Kinder im Kinderwagen haben nur dieses Spektrum offen, da ist es schon so, dass man zu wenig UV erwischt. Oder wir zum Beispiel über die Sonnenschutzmittel das UV überhaupt abhalten. Dann ist das Mittel der Wahl, ist dann das Vitamin D3 in solchen Shots nachzudosieren. Mhm. Und weil es so wichtig ist, nicht nur jetzt für den Knochenbau, das weiß man schon lange, sondern eben für das Immun, die Immunkraft, die Immunabwehr, haben wir gesagt, es soll mit rein. Es ist auch etwas Essentielles auf längere Zeit. Denken Sie jetzt an die viralen Geschichten, die im Moment uns das Leben sehr schwer machen. Man wundert sich, wieso die einen das schneller bekommen, die anderen nicht. Natürlich gibt es da Feinmechanismen, aber grundsätzlich spielt Ihr Immunabwehrsystem die entscheidende Rolle. Je besser Sie dastehen, umso eher werden Sie mit so etwas relativ einfach fertig. Ja, da habe ich mich immer gewundert, dass es nicht irgendwie einen Befehl gab, das Immunsystem zu stärken und sich jetzt nicht nur zu schützen, sondern sich wirklich bewusst als was an der Gesundheit zu machen. Mhm. Das Big Business wird halt die Impfung sein. Und Das verstehe ich schon. Bleibt nochmals beim Produkt, ich möchte nicht das Thema Impfen abgehen, weil das ist ein anderes trauriges Kapitel. Du hast da was Großartiges geschaffen und das macht mich ganz stolz. Welche Menschen, Zuschauerinnen und Zuschauer, die jetzt irgendein Krankheitsbild haben, dürften sowas nicht nehmen? Also ganz generell, in der Schwangerschaft ist immer Vorsicht geboten. Mhm. Da sind die Grenzen halt viel präziser zu ziehen. Das ist etwas, was überall auf allen Beipackzetteln steht. Es ist einfach eine Tatsache, dass man an Schwangeren nicht experimentieren möchte, mhm, in Sachen Nebenwirkungen. Also
ist man auf der juristisch vorsichtigen Seite und sagt, es liegen keine Studienresultate vor. Lassen Sie es lieber, machen Sie das danach, dann haben Sie mehr davon oder sind auf der sicheren Seite. Und auf der anderen Seite, wenn wir jetzt die Krankheitssituationen anschauen, gibt es da Erfolge, sagen wir, bei Liquigard, bei Augenproblematiken? Das ist alles mit dem, behandelbar? Es ist alles mit dem verbunden. Ich bin immer ganz vorsichtig, wenn es ursächlich kommt. Mhm. Es ist wie ein wichtiger Part in diesem Spiel. Aber es ist auch so, dass Sie Augenprobleme haben können, auch wenn Sie die Shots perfekt nehmen. Es spielen noch andere Dinge auch mit rein. Mhm. Aber es ist ganz sicher vorteilhaft, die Shots zu nehmen. Ich habe noch in keinem Fall gesehen, dass sie irgendetwas verschlechtern, sondern in den meisten Fällen findet eine Verbesserung statt. Ich habe jetzt als Einzelkämpfer nicht die Möglichkeit, Tausende von Leuten mit dem gleichen Problem statistisch zu begleiten, während sie das nehmen. Mhm. Weil jeder, der da hinhalten soll, für eine Blutprobe zum Beispiel, sich Zeit nehmen muss, dann dort zu sein, das kostet alles sehr viel Geld. Und es ist bei Nahrungsergänzung gesetzlich auch nicht nötig. Wir machen das in einzelnen Fällen, weil wir einfach zeigen wollen, dass wir die Nase vorne haben. Und wir brauchen dann immer ein sehr cleveres Messverfahren, wo wir mit nicht zu großem Aufwand präzise Aussagen machen können, die Ärzte zum Beispiel bestätigen können. Sie brauchen immer Fachleute, die das aus ihrem Blickwinkel sehen. Und gut sind sie, wenn eine Gruppe von Leuten das gleich sieht. Also du hast in Davos Geschichte geschrieben? Ja, Geschichte, der Name Strobel ist nie im Vordergrund. Mhm. Das ist auch nicht die Aufgabe, sondern die Aufgabe ist das Produkt. Mhm. Das Produkt muss vorne stehen. Mhm. Und das wird es auch. Mitauro wird vorne sein, weil im Moment nichts Besseres da ist und nicht nur nichts Besseres da, sondern auf absehbare Zeit. Der Körper macht das so. Wir benutzen die körpereigenen Funktionen. Ich wüsste gar nicht, wo wir verbessern sollten. Wir sind halt dann ziemlich bald mal am Ende der Fahnenstange. Mehr lässt der Körper nicht zu. Müsste so ein Produkt, so ein potenzielles Produkt, was, wie du sagst, seinesgleichen im Moment nicht da ist, müsste doch eigentlich auch schon in Großhandel rein. Es müsste ja so, jeder Konsument müsste ja die Chance haben, da ranzukommen. Gibt es da Möglichkeiten oder habt ihr da Wege, um das wirklich Aufklärung zu bieten? Das ist das Gute an der Firma Metabolic Tuning, dass sie verschiedene Kanäle bedient. Ich sage das unter dem Motto, jedem Tierchen sein Pläsierchen, meine das nicht abschätzend, aber schön. Es ist manchmal schwierig, an die Leute zu kommen. Sie haben Gegner wie Red Bull, sie haben Gegner wie Cola. Nicht für uns. Wir wissen, dass wir besser sind. Aber der Kunde weiß es noch nicht. Wenn Sie in eine Eishockey-Drittelspause gehen, dann werden Sie die ganze Kabine voll Red Bull und Cola sehen. Die Herren bewegen sich ein bisschen schneller auf dem Eis, sind aber um das unpräziser im Abschluss. Das kann man heute alles messen. Aber es ist natürlich ein Unterschied, wenn Red Bull Ihnen, Sie zahlen eine Harasse und eine zweite kommt so dazu. Das können wir uns nicht leisten bei Vitamin B12 zum Beispiel. Einkaufspreis, ein Kilo, 24.000 Franken. Oh, das ist der Großhandel, halbes Kilo Gold. Das ist der Großhandelspreis. Ja. Also das gibt's nicht billiger. Und dann können Sie es auch nicht billiger anbieten. Ja, verstehe. Also es gibt Vitamin C ist dann wieder relativ billig. Ja, trotzdem, ich habe es schon verstanden. Also meine, wenn es letztendlich ankommt und ich auf ganz viele andere Sachen verzichten kann, ich weiß, dass mein B-Komplex eigentlich gut gesättigt ist, ich genügend D3 habe, ich genügend ATP produzieren kann, weil ich ständig neue Mitochondrien generiere,
dann weiß ich auch nicht, was es da Besseres geben kann. Also wirklich ein großes Kompliment an den Entwickler und Forscher diesbezüglich, lieber Hans-Peter Strobel. Ist mir wirklich eine große Freude, hier bei QS24 so eine Weltpremiere darstellen zu dürfen. Und ich freue mich, Alexander, dass du mir die Plattform gibst, dass ich überhaupt zum Wort komme. Sehr gerne. Das ist heute nicht so selbstverständlich. Danke vielmals für diese abschließenden Worte. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlichen Dank fürs Zuschauen. Danke, dass Sie uns begleitet haben durch QS24 hindurch. Bitte sind Sie auch so nett und verbreiten Sie auch diese Sendung weiter. Ich finde einfach, es ist extrem wichtig, dass man auch diese kontroverse Situation oder Darstellung mal gehört hat und sich dann wirklich Fragen stellt, brauche ich das noch zu schlucken? Brauche ich das noch? Wie ist hier die Resorption? Wird es wirklich aufgenommen? Kommt es wirklich in den Mitochondrien an? Oder soll ich es mal hier testen, um zu schauen, wie wirkt mein Körper auf so ein Produkt und dann einfach den richtigen Entscheid zu treffen? In diesem Sinne, alles Gute, danke fürs Zuschauen. Ade miteinander. Ade miteinander.